atemlos in die Zukunft. Die Angst vor dem Delirium Furiosum. Der Kick und die eigenen Grenzen. Wie erlernen wir den Umgang mit Geschwindigkeit? Haben wir ein angeborenes Kernkonzept zur Geschwindigkeit? Wie sieht es aus? Wie verändert es sich? Noch steckt die Wissenschaft in den Anfängen, was uns aber nicht hindert, unsere Grenzen immer weiter hinausschieben zu wollen. Die Entwicklung vom Meldeläufer zum Internet, vom Rad zur Rakete, sind in so kurzer Zeit passiert, dass man die Frage stellen darf, die wohl jede Generation schon stellte. Kann es denn wirklich noch schneller gehen?